Ja, guten Morgen, liebe YouTube-Freunde. Ich bin's wieder, Andreas von Purklang. Und warum sage ich guten Morgen? Weil ich hier in der Früh unterwegs bin. Jetzt haben wir kurz nach 8 Uhr am Morgen. Ich laufe gerade mit unserem Hund spazieren hier am schönen Durachtobel im Allgäu. Und im Hintergrund hört man natürlich schönes Vogelgezwitscher, fröhliches Vogelgezwitscher. Und das ist natürlich der optimale Background für meine Flöte, die ich heute mitgebracht habe, nämlich diese Wildholzflöte. So sieht die aus. Oben 4 Löcher, naturbelassen. Ihr seht noch die Rinde außenrum. Unten ein Daumenloch, also eine 5-Loch-Flöte. Und diese Flöte ist sehr, sehr lange durchgetrocknet, also das Holz sehr, sehr lange durchgetrocknet. Hier handelt es sich um Haselnuss. Und dann wird diese Flöte gebohrt auf meiner Drechselbank, hier wie man sehen kann. Und deswegen ist diese Flöte auch nur in einer bestimmten Länge machbar, weil diese Äste natürlich nicht immer gerade sind. Ja. Und dann ist es sehr, sehr schwierig, mit dem Bohrer da richtig durchzukommen. Also von daher eine sehr aufwendige Technik, nicht Flöte, jede Flöte wird etwas. Von daher gesehen ist diese Flöte wirklich sehr aufwendig herzustellen. Aber wie ich finde, es lohnt sich, da sie eben wirklich wunderschön ist und so richtig schön sich in die Natur einfügt. Ja. Die Anblastechnik ist genau gleich wie bei der Indianerflöte. Ich blase einfach rein, da kommt schon ein Ton. Man braucht also keine bestimmte Blastechnik üben wie bei einer Querflöte oder sonst irgendwas, sondern man spielt einfach. Ja. Und dann ist sie pentatonisch gestimmt, Dur-Pentatonik, nicht Moll-Pentatonik, wie eine traditionelle Indianerflöte. Moll klingt immer etwas melancholisch, ja, traurig, melancholisch, aber sehr, sehr schön auch. Aber wer was Fröhliches haben will, passend zum Vogelgezwitscher hier, der kann sich für so eine Flöte entscheiden. Die klingt eben nach Leichtigkeit, nach Fröhlichkeit und Lebensfreude. Ja, und ihr braucht dazu nichts weiteres tun, als ein Loch nach dem anderen zu öffnen. Ja, super, super einfach zu spielen. Ihr könnt sie auspacken, losspielen und habt einfach nur Spaß damit. Ja, wer mehr Infos haben will zu dieser Flöte, der schaut auf www.purklang.de. Da bekommt ihr weitere Infos. Und wenn euch jetzt das Video gefallen hat, so bin ich über den Daumen nach oben natürlich sehr dankbar. Genauso könnt ihr gerne auch meinen Kanal abonnieren, dann bekommt ihr immer alle weiteren Videos von mir. Wer Fragen hat, kann mir die in den Kommentaren unten stellen. Und jetzt sage ich euch danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Tschüss.